Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Landschaftssimulator 2017 Projekt. Und zwar befinden wir uns hier gerade auf der Südhämmern. Und ja, ich wollte diese Karte hier einfach mal spielen, weil ich habe sie im privaten Spielstand auch schon gespielt. Und diese Karte können wir wirklich nicht als Nachbarschaftsprojekt nehmen. Denn hier kann man so viel machen, Leute. Ich sag's euch, man kann hier... Moment. Man kann hier... einmal in die Brauerei, man kann hier Obstfarm, Sägewerk, Bäckerei, Raffinerie, Brennerei, also man kann hier eigentlich alles machen, was man machen kann im Landschaftssimulator. Mit Mods natürlich, ne? Wir spielen natürlich wieder mit Mods. Und ich hoffe, dass mit dem ganzen Sound und so, das passt alles. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann einfach mal. Wir haben hier ein Anfangsbudget von 25.000 und ich habe die Karte einmal kurz schon mal angespielt, damit ich hier alles gucken kann, ob das so passt mit den Mods und so. Ich habe jetzt ein paar Mods runtergenommen, weil ich gemerkt habe, dass diese Mods, die bestimmten Mods dann sehr viel FPS gezogen haben. Ich muss hier nochmal kurz gucken, wie ich das hier jetzt mit Mikrofon alles mache, weil ich nehme gerade hier in der neuen Staffel auf. Und ich hatte mir überlegt, ob ich mir so einen Mod runterlade, dass man mit, ja, ich sag jetzt mal Hotkeys, 90 Grad nach hinten, also im 90 Grad Winkel nach hinten guckt. Das heißt, man kann dann gut ankuppeln und sowas. Habe ich überlegt, aber machen tue ich es glaube ich nicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auch eigentlich mal mit Gerste an. Finde ich ist eine ganz gute Wahl. Weil Gerste brauchen wir auch für die Brauerei. Und ich würde gerne so früh wie möglich... Meine Güte, ich bin so aufgeregt. Ich würde gerne so früh wie möglich mit... mit dem Bier anfangen. Ich finde das einfach so cool. Und ihr seht hier schon, die Curseplay-Version habe ich erneuert. Hier ist jetzt die Version 5.01. Und ja, mit der muss ich mich hier jetzt erstmal sozusagen anfreunden, weil mit die habe ich jetzt noch nicht so lange. Und jetzt gucken wir einmal hier, was wir hier noch haben. Genau, hier haben wir jetzt einmal einen Frontlader. So. Mit dem können wir dann jetzt auch gleich ein paar Sachen dann direkt zum Shop fahren und die verkaufen, denn zum Beispiel hier die Anhänger, da würde ich mir dann einen größeren kaufen. So, so, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Moment, so, ich habe das Mikrofon mal ein Stückchen hoch gemacht, dann dürfte es auf jeden Fall nicht so laut sein. So, koppeln wir den einmal an und gucken wir, ob wir den anderen jetzt hier auch rankriegen. Ich hoffe es mal. Weil das hier ist ein Drehschemel. Und wie ihr bestimmt schon wisst, vielleicht von mir oder anderen Leuten, Drehschemel finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Gut, ich fahre dann zweimal. Mit Drehschemel kann ich nämlich gar nicht um. Ich sag's lieber vorher. So. So, haben wir ein bisschen mehr Blicksichtfeld hier. Der seht da schon schön jetzt. Da ist er. Moment, Kollege, kann ich einmal vorbei? Danke. Natürlich hier auch den Blinker wieder raus. So. Und warum ist der jetzt nicht angegangen? Ach, der blinkte schon. Oha. Okay. Ja, ich spiele wieder mit verschiedensten Mods. Und, ja, die kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich werde sicherlich welche vergessen. Aber... so, vorerst dürfte das ja nicht so schlimm sein. Gucken wir einmal, dass wir den hier schön abgekoppelt kriegen. So. Ich weiß nicht, heißt es abgekoppelt oder abgekuppelt? Das frage ich mich jetzt gerade. Es war eine unnötige Frage, aber trotzdem wäre mal ganz interessant zu wissen. Und den wollen wir jetzt einmal verkaufen. Sehr schön. Ja, vielleicht behalten wir den Trecker sogar als Hoftrecker. Da gucken wir gleich nochmal, was wir so für ein Angebot haben bei den Treckern hier. Kredit werden wir am Anfang sowieso aufnehmen. Weil wir haben hier schon relativ viele Felder, würde ich mal sagen. Wir haben Feld Nummer 8, 9, 10, 43, 14. Also wir haben hier schon eine ordentliche Auswahl an Feldern. Das kann man nicht leugnen. Und ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht eventuell eine Sämaschine mieten. Habe ich nämlich in meinem privaten Spielstand auch gemacht. So, das nehmen wir mal mit hier. Und dann fahren wir hier einmal rückwärts rein jetzt. Hat er gar kein Rückfahrlicht. Naja. Gut, es war kein Mod, aber wenn Giants da keinen Bock drauf hat, in diesen Trecker hier auch ein Rückfahrlicht einzubauen, ne?
So, da haben wir schon einen schönen großen Grubber. Den würde ich sagen, behalten wir auch. Na, das wird wohl nichts, ne? Das wird wohl nichts, das wird wohl nichts. Würde ich sagen, fahren wir hier nochmal rum. Durch das Tor. So. Und einmal zurück. Ihr könnt auch gerne nochmal in die Beschreibung gucken. Die habe ich jetzt nämlich nochmal geändert. Da ist zum Beispiel der Link jetzt von diesem Mod auf Mod-Hoster. Also von dieser Karte meine ich. Ich überlege auch noch, ob ich eine Mod-Sammlung mache. Könnt ihr mal in die Kommentare gerne schreiben, ob ich eine machen soll. Weil das wäre, wenn dann, schon heftig viel Arbeit. Und ich würde sie dann auch auf meine Website schreiben. Denn da sind ja auch die Mod-Sammlungen von den anderen Spielen, wie zum Beispiel oha, Minecraft. Beziehungsweise Minecraft to the Bone, glaube ich, ist da auch. Ah ne, warte mal, da spiele ich gar nicht mit Mods. Welches Minecraft ist denn das? Auf jeden Fall habe ich da irgendwas von Minecraft noch. Da kann ich auch gleich eigentlich nochmal gucken, was ich da drauf habe. So, und für mich ist es natürlich ein bisschen besser als für euch, denn ich nehme mir eine Staffeln auf und den verkaufen wir auch nochmal direkt hier. Und dann gucken wir noch einmal, was wir hier noch alles haben. So, das ist unsere Anfangsszenerie, sage ich jetzt mal. Wir haben hier diesen relativ großen Drescher schon. Dann haben wir hier eine Sämaschine, das Gewicht können wir so oder so verkaufen. So, ja, den behalten wir mal. Ja, gut, dann behalten wir den für den Anfang halt auch. Und jetzt gucken wir einmal. Machen wir einmal, na gut, fahren wir einmal auf den Parkplatz. Wir wollen es ja auch alles realistisch hier gestalten. Und dann gucken wir einmal, was wir hier für eventuelle, was wir hier für Mods drauf haben. Und zwar fange ich mal bei den Traktoren an. Also hier sind auch viele jetzt bei, die wir auch schon im Bio-Projekt haben. Und zwar haben wir hier einmal den XL, den Puma. Ich glaube, den haben wir nicht dabei jetzt. Den hier, den habe ich, weil ich vorbestellt habe. Habe ich den anderen jetzt rausgenommen? Ne, hier ist der andere, genau. Der kann 130 fahren, deswegen ist der auch mit drin. Ja, den haben wir, das. Guck mal, den lässt sich hier sogar einen Frontlader anbauen. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Mal gucken, ob hier noch irgendwie ein günstiger ist, wo sich ein Frontlader anbauen lässt. Ja, hier so ein richtig alter Fendt. Hätten natürlich auch ein bisschen Style. Hier noch Glas. Gut, ja. Ja. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns so einen richtig schönen Fendt hier. Dann verkaufen wir jetzt einmal den hier. So. Oben links seht ihr wieder die FPS. Aber hier auf dieser Map, muss ich tatsächlich sagen, habe ich eigentlich keine FPS-Einbrüche. Also das will ich jetzt mal hier als positiv anmerken. Den verkaufen wir einmal. Und auch einmal verkaufen. Zack. Ach Mist, den hätten wir eigentlich gar nicht verkaufen müssen. Welchen hatten wir jetzt rausgesucht? Ich glaube, einen alten Fendt war das, ne? Genau, und da würde ich sagen, nehmen wir mal den hier, würde ich sagen. Anhängerkupplung, Fronthydraulik, ja, auf jeden Fall ein Frontlader Ding. 90 PS, würde ich sagen. Ja, kaufen wir. So, da haben wir unseren Trecker. Oha, das gab jetzt aber gerade hier einen Ruckler. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal einen Frontlader kaufen. Kaufen, zack. Jo, den haben wir. Und wollen wir noch... Ach, einen Anhänger brauchen wir noch, einen größeren. 46.000 haben wir zur Auswahl. Ich glaube, der hier, der bietet sich ganz gut an, weil er nimmt alles. 23.000, 28.000 Liter. Mal gucken, 28.000 Liter. Das wäre vergleichbar mit dem hier. Das ist also ein guter Preis, würde ich sagen. Radzeiger nehmen wir Breitreifen. Und ohne Ladebordwand. Ich finde die gar nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt gucken wir uns den hier einmal an. Hat der IC? Oh, der hat sogar IC. Mal gucken, was können wir alles machen? Oh ja, Frontfenster auf. Das ist schon mal schön. Das lassen wir mal so, sonst fliegt uns das ja alles ins Gesicht hier. Machen wir mal das Seitenfenster ein bisschen auf. Die Tür geht gleich ganz auf, ne? Genau, die machen wir mal wieder zu. Dieses Fenster machen wir auch auf. Und jetzt hören wir uns einmal den Sound an. Gucken, wie der sich anhört. Gut, der ist jetzt schon an. Kann man jetzt nicht mehr zu sagen. Ist aber auf jeden Fall ein schöner Trecker, finde ich.
Ist so ein schöner Fendt, wie man ihn im Kopf hat, so einen alten Fendt. Schön eckig. Grün auch. Ich weiß nicht, ob es einen Fendt grün gibt, lizenziert. Also von der Farbe her. So, und hier einmal nochmal zurückstoßen. So. Einmal zurückstoßen. Und da haben wir ihn. Dann können wir es auch wieder ausmachen. Weil das nimmt schon ziemlich viel Platz weg, so mit der Dauer. Und guck mal, hier sieht man sogar, ob man blinkt. Sehr schön. Ah, der piept, wenn er blinkt. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, was hier so piept. So, Licht hat er auch. Achso, Licht hatten wir schon an. Okay. Gut, ist jetzt nicht so ein schöner Sound zum Blinken, aber man hört es auf jeden Fall. So. Und da wir noch keinen Drescher in Aktion haben, würde ich sagen, stellen wir den erstmal hier unter irgendwo. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Trecker. Und den fahren wir jetzt mal. Wo fahren wir den? Ich weiß noch nicht, wo wir den reinfahren sollen. Ich würde sagen, wir fahren ihn mal da rein. Ah, jetzt ist aber, glaube ich, das Problem, dass das Tor zu ist, ne? Oder? Ja, nee, geht sogar auf. Sehr schön. So, den packen wir dann mal da in der Ecke ein. So. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Einmal nochmal rum. Eieieiei. So. Ach, guck mal, haben wir das nicht schön hinbekommen. Einmal abkoppeln. Oder abkuppeln. Ich weiß gerade nicht, ich habe schon nicht drauf geachtet. Und den können wir dann schon mal hier wieder hinstellen irgendwo. Hier vielleicht. Hat auch kein Rückfahrlicht, okay. Ja gut, hier ist natürlich ein guter Platz dafür. Also da habe ich jetzt nichts auszusetzen. Und die Folge neigt sich leider auch schon wieder dem Ende. So, einmal hier rückwärts rein. Gestoßen. Die Tür geht jetzt nicht zu, oder? Doch, sehr schön. Na, guck mal, dann haben wir den auch schon. So, das ist ja ein modernerer. Da würde ich sagen, fahren wir mit dem auch nochmal jetzt irgendwie grobern. Beziehungsweise sehen. Was haben wir denn hier für Sämaschinen zu mieten? Ich will jetzt ein bisschen herausfinden, dass wir einen Kredit aufnehmen. Das sind Direktsaat, die brauchen aber 270, 180 PS, okay. Und der hat 185. Na, guck mal, das passt doch schön. Einmal mieten. Jo. Jo, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Händler. Bernd. Genau, so hieß der Helfer. Bernd ist hier auch wieder am Start. So, und hier gibt es wieder sehr viele FPS-Einbrüche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Also es liegt sicherlich an irgendeinem Mod. Weil ohne Mods läuft das hier alles auf so ungefähr, ja, 100... PS sage ich schon. 100 FPS so ungefähr. Aber ich habe jetzt auch eine Begrenzung reingemacht. Das mal dazu gesagt, ne? Begrenzung ist aktiv. Blinken wollte ich nicht. Ich wollte raus, genau. Eieieiei. Das ist nicht ganz korrekt, wie wir hier rückwärts reinfahren. So. Und dann gucken wir uns auch gleich mal die Preise an. Wie viel es für was gibt. So. Und hier würde ich sagen, pflanzen wir jetzt Hopfen an. Hopfen. Nee, Hafer, Roggen, Hopfen. Sehr schön. Mit Hopfen bin ich auch schon vertraut, sagen wir mal. Weil ich spiele nämlich auch auf der nordfriesischen... Moment mal. Jetzt gucke ich, ob ich ein Vorfahrtsschild war. Na gut, ich sag nix. Denn ich spiele auch auf der nordfriesischen Marsch-Map, glaube ich, so heißt sie genau. Da kann man auch sehr schön Bier herstellen. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, weil die ist echt genial. Also das möchte ich, beziehungsweise kann ich gar nicht anders sagen. Zum Beispiel muss man beim Bier noch Holz fällen und so, um Paletten herzustellen. Das ist einfach sehr, sehr detailreich. Und aber die hier finde ich für Single Let's Play ist die hier besser. So. Denn hier muss man jetzt zum Beispiel kein Holz fällen fürs Bier. Also es ist hier etwas erleichtert alles.
Und hier stellen wir mal den Helfer ein. Hier haben wir unseren Drescher. Hier haben wir jetzt unseren alten Trecker. Und hier haben wir noch den XL. Hat der auch IC? Gut, mir war so. So, einmal jetzt hier. Nee. Einmal hier links raus. Das mache ich gerade mit der Tastatur. Ist ein bisschen umständlich hier zu kurbeln sonst. So, jetzt kann ich wieder Lenkrad hier. Ja. Ich würde sagen, das war es erstmal mit der ersten Folge. Sehe ich gerade hier auf dem Timer. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und dieses Projekt supportet. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.